Hi, was geht? Crafty hier. Ihr habt euch immer gefragt, wieso die anderen so geile Charakterporträts und Perk-Icons in Dead by Daylight haben? Es ist super einfach und dafür müsst ihr auch nichts machen, außer euch ein kleines Programm runterzuladen. Ich zeige euch wie. Die Community spielt an diesen Icons schon seit circa 3 oder 4 Jahren rum. Im Prinzip ist das auch kein großer Eingriff in die Spieldateien, ihr tauscht eigentlich nur ein paar PNG-Files aus, also Bilder. Der offizielle DBD Community Manager hat damals gesagt, dass das Behavior egal ist, wenn ihr an den PNG-Files rumspielt. Bisher ist mir und ich glaube auch keinem anderen irgendwie auch nur ein Fall bekannt, dass jemand hier für den Wechsel der Icons gebannt worden ist. Trotzdem muss ich darauf hinweisen, DBD benutzt ja auch den Easy Anti-Cheat und hier und da kann sich halt auch einfach immer irgendwie mal was ändern. Von daher denkt immer dran, ihr agiert hier in Eigenverantwortung und im Falle eines Bans seid ihr komplett allein dafür verantwortlich. Zunächst besucht ihr mal dbd-icon-toolbox.com oder klickt einfach auf den Link dafür in meiner Videobeschreibung. Downloadet euch das Tool dbd-icon-toolbox. Dieses kleine Programm übernimmt nicht nur super einfach die Arbeit für euch, es stellt euch sogar eine komplette Datenbank bereit mit verschiedenen Icon-Packs, Porträts von der Community und. Das Tool kann einiges, aber ich werde euch jetzt nur kurz und knapp zeigen, wofür ihr hier seid, nämlich wie ihr super easy eure Icons ändern könnt. Kleiner Reminder am Rande. Sollte solch eine Meldung bei euch während dem Start der Installation erscheinen, könnt ihr das getrost ignorieren. Der Entwickler der DBD Icon Toolbox hat die Anwendung, welche er selbst programmiert hat und der Community immerhin kostenlos zur Verfügung stellt, nicht signiert. Normalerweise benötigen solche Windows-Programme oder Executables, also eben Exe-Dateien, eine Signatur. Sowas würde den Entwickler rund $400 im Jahr kosten und darauf hat er halt keinen Bock. Könnt ihr auch gerne auf der Website selbst nachlesen von ihm, also keine Sorge, die Anwendung gefährdet weder euren PC noch eure Daten. Weiter geht's. Installiert die Anwendung also ganz normal, wie ihr das auch von anderen Programmen kennt. Startet ihr die Icon Toolbox das erste Mal, wird auf Updates geprüft und es kann sein, dass ihr updaten müsst. Also updatet gefälligst. Seid ihr nun das erste Mal in der Icon Toolbox unterwegs, geht ihr am besten erst einfach mal in die Settings und überprüft euren Installationspfad von Dead by Daylight. Spielt ihr unter Steam, seht ihr hier den Pfad. Überprüft unbedingt, ob das richtig ist, denn die Toolbox muss halt einfach mal genau wissen, wo euer verdammtes DBD installiert ist, um vernünftig arbeiten zu können. Spielt ihr über Epic Games, blende ich euch hier den richtigen Installationspfad ein. Kurze Info, spielt ihr auf Konsole, so ist es meines Wissens nach bisher nicht möglich, mit eigenen Custom-Icons zu spielen. Korrigiert mich, wenn ich hier falsch bin. Haben wir also nun den Installationspfad überprüft und der stimmt, könnt ihr euch also ein paar Icon- bzw. Porträt-Packs mal aussuchen, die euch so gefallen. Ihr könnt jedes Pack betrachten unter Details und euch jeweils zum Beispiel nur die Items oder die Perks anschauen. Habt ihr euch für ein Pack entschieden, drückt ihr einfach auf Install. Wartet kurz ab, bis das Pack erfolgreich installiert wurde. Gefällt euch in einem Pack zum Beispiel nur ein Teil, zum Beispiel nur die Perks oder nur die Items oder nur die Charakterporträts, dann könnt ihr auch nur diesen Teil installieren. Einfach dazu die Checkboxen an- oder abhaken. Habt ihr bereits ein Pack installiert, aber ihr wollt es wechseln, weil euch beispielsweise ein anderes jetzt irgendwie besser gefällt, dann könnt ihr das neue einfach per Install drüber klatschen. Ihr müsst das alte vorher nicht entfernen. Wenn ihr komplett von Custom Icons die Schnauze voll habt, könnt ihr auch einfach die alten Standard Icons wiederherstellen. Dazu klickt ihr einfach auf Install Default Icons und installiert die dann wieder. Habt ihr euch dann also für ein Pack oder eine Mischung aus mehreren Packs entschieden, startet euer DBD und genießt eure neuen Icons. Es sind auf jeden Fall ein paar echt geile dabei, da sind ein paar gute Leute in der Community und so könnt ihr eurem DBD dann auch mal wieder einen freshen Look verleihen. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like auf das Video da oder abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht, dass ich auch fast täglich auf Twitch streame, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich habe auch einen Discord-Server und. Die Links zu dem ganzen Gedöns sind in der Videobeschreibung. Und das war's erstmal. Peace out, ich bin draußen.